Hallöchen, nur ganz kurzes, kleines, knackiges Video. Ich habe hier die Platine von dem Laufwerk nochmal in der Hand. Wegen dem Schalter, den will ich einmal reinigen. Dazu muss ich den ablöten. Und ich wollte hier einmal die Powerbuchse umändern auf ein PC-Laufwerksgedönse. Moment. Hier mit so einem Stecker. Mit dem kleinen hier. Dass ich den da drauf stecken kann. Das ist einfacher als dieser eckige. Ich werde die Buchse nicht wegtun. Das werde ich dann mir aufheben, wenn ich dann mal irgendwann Gehäuse habe und noch mal ein Netzteil dazu, dann kann ich das ja zurückbauen. Aber den Schalter muss ich noch einmal schnell machen, weil der nicht richtig will, weil die muss ich echt ablöten, um hier vorne das Metall runterzukriegen. Das ist nämlich hier mit angelötet. Da drauf. Ich würde mich nachher melden, wenn ich das soweit fertig habe. Okay. So, den Schalter habe ich draußen, habe ich ja schon sauber gemacht und fertig gemacht. Hier ist nur ein von den Wattestäbchen, die ich da benutzt habe. Da ist ein bisschen Fett drin, das war aber schon durchgelaufen und ein bisschen hart. Jetzt geht er wieder. Geht auch einfacher. Ich nehme jetzt mal das Multimeter, kriegen wir das so hin. Und da sind wir hier gerade eine Klammer verbucht. Geht daran, da wo er einschaltet. Naja, 001, kann auch noch mal den anderen machen. Das passt. Das ist auf der anderen Seite. Null. Ich kann auch an dem hier wackeln, so wie ich es vorher gemacht habe, und da passiert nichts. Und an dem zweiten, dem anderen Kontakt, genau dasselbe. Also das passt jetzt wieder. Die Buchse habe ich auch schon draußen. Jetzt muss ich bloß noch mal gucken, wie ich das mache mit dem Stecker da auflöten, weil das ist noch nicht so, wie ich mir das Ganze vorstelle, dass das so gehen würde. Muss mal schauen, wie ich das mache. Platine ist hier und gedacht hatte ich diesen Stecker und den da, aber das passt nicht. Eigentlich sind die äußeren, das passt leider nicht. Kriege ich da nicht drauf. Verdummt. Na gut, ich muss noch mal was überlegen, wie ich das da reinlöte. Weil das möchte ich doch schon gerne haben. Oder mache ich das so? Klebe ich den an? Nur ankleben ist doof, dann kriege ich es wieder nicht runter. Und wenn ich den die Größe nehme. Die könnte schon eher passen. Da müsste dann auch so da rein. Das war nämlich da 5 Volt und da 12 Volt und da die anderen beiden sind Masse. Könnte ich auch machen. Den großen Molex. Mal schauen. Ich habe hier noch oben eine defekte Festplatte. Da könnte noch eine drauf sein. Ansonsten auch mal überlegen, wo ich so eine Buchse herholen kann. Das sind ja jetzt hier alle Stecker, aber Buchsen habe ich nicht. Ich habe jetzt auch keine. Nee, habe ich jetzt nicht. Ich lasse mal was einfallen. Ich melde mich dann. So, nun habe ich das soweit fertig. Ich habe hier noch zum
Krimpen habe ich hier noch was gehabt. Die Molex-Stecker, ich muss mir da mal wieder neue besorgen. Zum Krimpen. Habe ich da drei Kabel dran gemacht, die reichen ja. Den Schalter wieder drauf. Und jetzt werde ich das einbauen. Jetzt muss ich aber das nochmal auspinnen, weil ich habe nicht bedacht, dass da nur ein rundes Loch ist. Da passt das nie durch. Einmal kurz auspinnen und dann Kabel durch und gut ist. Das ist nicht so schlimm, das kriege ich hin. Gut, dann sehen wir uns, glaube ich, gleich nochmal kurz wieder, wenn das Laufwerk am Netzteil hängt und nochmal ein kurzes Lebenszeichen zeigt. Und dann wäre es das auch mit dem Video. So, ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Ich habe das jetzt, ich mache das mal so. Ich habe das jetzt schon mal am Strom dran, ne? Und das Netzteil ist hier dieses kleine Mini-PC-Netzteil aus dem Shuttle-PC. Jetzt habe ich da die Pinzette drin. Da war ein Elkum ein bisschen durch. Den habe ich noch getauscht gehabt. Das habe ich jetzt extra gezeigt. Das reicht aber. So, mehr wollte ich euch nicht zeigen. Jetzt habe ich erstmal das Laufwerk, den Schalter, wieder vernünftig. Und erstmal ein Netzteil dran. Ne? Ich wollte nämlich mal was mit einem C64 ausprobieren. Da könnte ich auch gleich das Laufwerk nehmen. Weil ich weiß nicht, wo ich meine anderen beiden Laufwerke habe. Ich finde die einfach nicht. Und meine ganzen anderen Disketten nicht. Jetzt habe ich erstmal das. Ich habe den C128 aber erstmal wieder beiseite gestellt. Ja, das wäre es mit dem Video. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Was dann kommt, weiß ich auch noch nicht. Bis dann. Tschüssi.